Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Test Black Ops 3. Und dieses Mal testen wir den Zombie-Modus. Ich weiß noch nicht, wie viele Episoden ich davon machen werde, aber... Okay, das schaut cool aus irgendwie. Ah, geil. Karte. Was, Kaugummi? Was? What the fuck? Sind Kaugummi sowas wie Perks oder so? Kaugummi-Paket modifizieren, das hört sich ja gut an. Achso, das ist dieses Blinken. Ich dachte, was macht da gerade diese seltsamen Geräusche? Kaugummi-Paket 1. Was sind diese Sachen überhaupt? Schnell erledigt, graziöse Waffe, Vernichter oder Verdichter, ne, Verdichter. Schnell erledigt. Ungeduldig, wird direkt, bis sie verbluten. Steigen sie gegen Ende der aktuellen Runde wieder ein, statt zu Beginn der nächsten Runde. Okay, ich glaube, viele der Sachen sind wahrscheinlich nur für Multiplayer gedacht. Wird direkt aktiviert, hält 3 Runden lang, reduziert die Explosivschaden auf 0. Schneller Waffenwechsel. Schnelleres Nachladen und Verwenden von Objekten. Das hört sich nicht schlecht an. Egal, ich mach das mal mit dem Standardpaket. Oh, die sind ganz schön nah. Waffenkits. Achso, ich muss die erst kaufen. Egal, wurscht. Dann machen wir mal eine Karte. Okay, wir haben nur eine. Gut, dann starten wir mal Shadows of Evil. Wie gesagt, ich habe auch vom Zombie-Modus noch gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, dass er gut sein soll. Und das weiß ich auch nicht von, weil ich ihn schon gespielt habe, sondern aus Reviews. Ich hab dich angeschrieben. Hab auch ein paar unschöne Dinge gesagt. Aber ich war so wütend. Sauer. Du weißt, wie nah ich an dem Filmdeal bin. Sie wissen Bescheid über das Tanzen, aber die Bilder. Du willst mir meine Chance auf Ruhm nicht versauen. Oder, Baby? Was meinst du? Du bringst diese Negative rüber? Und wir? Vertragen uns. Hey, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Der Bürgermeister will sich einen Namen machen. Steckt seine Nase in Dinge, die nichts angehen. Es geht dabei wohl um Polizeibestechlichkeit. Wie wär's, wenn wir uns am Treffpunkt sehen? Einfach reden. Einen Weg finden, das zu beenden, bevor es außer Kontrolle gerät. Vertrau mir. Habe ich dich jemals falsch geleitet? Ich habe 18 Monate nicht gekämpft, komme in letzter Minute ins Spiel. Hab nur 2 Wochen zum Trainieren. Aber das Ergebnis steht außer Zweifel. Also, ich überlasse nichts dem Zufall. Er mag ja der Favorit sein, aber seine Karriere endet heute Abend. Du musst einfach sicherstellen, dass der Ringrichter wegsieht, weil es nicht hübsch wird. Wenn's getan ist, wenn du sie eingesammelt hast, die Schulden und Wetten, kriege ich meinen Titelkampf. Natürlich verstehe ich den Ernst der Lage. Warum sonst sollte ich mit meinem Anwalt reden? Aber um es genau zu wissen, kannst du mir sagen, wie viele Schulden meine Frau genau angehäuft hat? Weißt du, ob unsere Lebensversicherungen auch voll bezahlt sind? Oh nein, 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 nein. Ich kann dir versichern, ich würde nie, nie auch nur über sowas nachdenken. Ich will nur, dass unsere Angelegenheiten in Ordnung sind. Ich habe beobachtet. Ich habe wirklich jede eurer Missetaten gesehen. Ich weiß, wer ihr seid. Aber trotzdem bleiben Fragen. Warum tut ihr das, was ihr tut? Was wollt ihr damit bezwecken? Seht ihr nicht die Vergeblichkeit eurer kleinen, unbedeutenden Existenz? Ihr seid nur Splitter eines größeren Universums. Eure Sünden dienen nur als Einladung. Eine Einladung an etwas Böses. Unvorstellbar böse. Ich gehe voran. Ich zeige euch den Weg. Nur durch mich
Den Schattenmann findet ihr eure Erlösung. Alter, das war jetzt scheißgeil. So ein bisschen wie L.A. Noir. Ihr tragt das Zeichen. Ihr seid verflucht. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Akzeptiert euer Schicksal. Sprichst du mit mir? Sind wir dieser komische Typ mit dem... Sind wir dieser Detektiv? Was? Um zur Bestie zu werden. Was heißt das? Klettern, Elektrizität... Klettern? Wie kann man Nahkampf machen? Okay, so. Ausschießen. Okay. Das ist ein Stun. Wow! Nochmal. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich gewöhne mich daran. Okay. Ich hab allgemein Zombie-Modus irgendwie in jeglicher Form schon ewig nicht gespielt. Doppelte Punkte! Geil! Das klingt, als gäbe es einen gewaltigen Zahltag. Kann man wieder Beste werden? Nee. Was ist das? Achso, die haben wir wahrscheinlich schon, oder? Egal. Yo, Zaubermann! Komm, weißt du, was das ist? Sie kommen. Sie haben die Welt bereits verdorben mit ihren kranken Vergehen. Ihr wurdet erwählt. Ihr tragt das Zeichen. Ihr seid verflucht. Kann ich hier rein, ne? Oh, das ist jetzt gerade schlecht. Ach so, das ist so. Der Zustand sah alles anders aus. Wie nach ein paar Bier. Okay. Ja, ich habe gerade nicht viel zu sagen, weil der eigentlich relativ viel redet. Oh, ach so. Stirb. Nein, stirb! So leicht gehe ich nicht unter. Ach so, die werden ja auch stärker, das habe ich fast vergessen. Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man ohne Schrotflinte. Man muss na, komm, mach mal auf. Unentdeckte entdecken. Die Welt, wie ihr sie kennt, existiert noch. Leicht verschoben von ihrem rechtmäßigen Platz. Kaugummi. Viele der Seelen, die sie bewohnt haben, ach so, das ist Swans, okay. Haben sich der Dunkelheit gebockt. Was ist das für eine Kackwaffe? Echos ihrer selbst, gefangen in einem zerbrochenen Schatten der Realität. Warte mal. Du meinst, diese Leichen sind die Einwohner dieser Stadt? Wichser. Was, die Einwohner sind Wichser oder diese Zombies? Maximale Munition! Nützt mir nicht viel, weil das deine Dreckswaffe ist. Das ist irgendwie eine Dreckswaffe, kommt mir so vor. Scheiße, kostet 1000. Oh, holen wir es uns. Aber ich möchte eine andere Waffe auf jeden Fall. Was ist das? Schreiner! Und das heißt? Kriegen wir Unterstützung? Oh, komm, das hätte ich mal auf Streife gebrauchen können. Ja, yeah, das ist deutlich eher meine Sache. Schreiner, kann man hier nicht auch irgendwo vielleicht zumachen? Diese Fensterläden und so? Na, das muss doch was Gutes sein. Ich frage mich, ob es hier KI gibt. Was ist das hier? Achso, hier ist noch zu. Okay, hier geht's auch lang. Öffnen wir aber lieber die Brücke, Blut oder? An den Händen. Auch hier ist die Beste. Gewaschen werden. Eure Sünden haben anderen den Zutritt zu eurer Welt erlaubt. Okay, wir sind auch richtig schnell. Als Bestie. Ich glaube, das sollte ich mir aber in späterer Hinsicht aufheben. Wenn ich dann, wenn ich dann stärkere und Horden habe. Okay, das war's schon wieder. Wow, Moment, wo bin ich? Der Scheiß war unglaublich! Ach so, ich spawne... Die Wichser konnten mir nichts anhaben! Ich spawne dann immer beim Bestienschrein, okay? Das heißt, ich brauche mich gar nicht großartig bewegen. Wow! Wow!
Du bist fertig, Kumpel. Fertig! Kann ich mich irgendwie heilen? Ach so, ich heile mich eh automatisch. Wow! Okay, das war's. Okay, wie viele Runden hatte ich? Wie viele Runden waren das? Ach so, 4 Runden. Ich bin dumm, ich muss lesen. Okay, das war jetzt nicht besonders gut. Ich geb's zu. Aber es war das allererste Mal, also... Okay. Ja, ich weiß, dass ich so viele Runden überlebt habe. Danke. So, ich würde aber auch gerne eine andere Karte ausprobieren. Moment, was ist das jetzt? Oder ist das Intro zu einer neuen Karte? Schauen wir uns das an. Oder ist es gar nichts? Ich habe jetzt nichts gedrückt, also... Okay. Karte? Okay, ich habe nur die momentan. Straßen von Morgue City. Erleben Sie den Fluch und entdecken Sie seine Geheimnisse, okay? Wie gesagt, das Problem ist, ich habe jetzt keinen Online-Modus. Ich würde euch sonst gerne auch den Online-Modus zeigen. Genau deshalb denke ich, werden es wahrscheinlich nur 2 Folgen oder so werden. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie weit ich noch hier mitkomme. Und ja, das kennen wir. Ja, ich möchte das überspringen, bitte. Dankeschön. Hey, du. Und ich frage mich, ob man auch irgendwen anderen spielen kann von denen. Und ja, ich laber da jetzt ein bisschen drüber. Aber einer dieser anderen Charaktere, das sind ja 4. Ich würde gerne den Boxer spielen. Weil der hat wahrscheinlich noch mehr Power im Nahkampf. Ich mag das überspringen, bitte. Hallo. Überspringen, dankeschön. Nicht. Du willst mir meine Chance auf Ruhm nicht versauen. Oder, Baby? Was meinst du? So. Endlich. Der muss wahrscheinlich auch immer erst laden während dieser Filmsequenz. Ihr seid verflucht. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Kann man hier auch aufmachen? Ja. Euer Schicksal. Sprichst du mit mir? Ja! Ich warne dich, du hässlicher Hurensohn. Der schaut aus wie wir und der nennt ihn hässlichen Hurensohn, okay. Da ist noch alles okay. Oh, da kommen sie. Kann ich hier wieder auf? Genau. Das ist ja immer das Geile. Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt und diese Kackwaffe, da hole ich mir sicher nicht, aber Sie ich hole mir das hier. Sie haben die Welt bereits verdorben mit ihren kranken Vergehen. Ihr wurdet erwählt. Ihr tragt das Zeichen. Ihr seid verflucht. Warum sollte ich wieder die menschliche Form annehmen? Ist es nicht ein bisschen kontraproduktiv? Yeah, Schnitzeln! Wow! Okay. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich gewöhne mich daran! An den Fluch oder an... daran, gegen Zombies zu kämpfen? Gegen den Fluch wahrscheinlich noch eher, oder? Weil der ist cool. Den würde ich auch ohne Zombies gern nehmen. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Einmal Fluch zum Mitnehmen. So. Ja, ich bin nicht der beste Shooter-Spieler. Das weiß wahrscheinlich jeder. Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Man muss das Unentdeckte entdecken. Okay. Okay. Die Welt, wie ihr sie kennt, existiert noch. Oh, da ist auch Bestie. Verschoben von ihrem rechtmäßigen Platz. Ich mach vielleicht da auf. Ist vielleicht intelligenter als dorthin. Viele der Seelen, die sie bewohnt haben, haben sich der Dunkelheit gebeugt. Sind nur noch Echos ihrer selbst, gefangen in Was habe ich jetzt? Schatten der Realität. Warte mal. Du meinst, diese Leichen sind die Einwohner dieser Stadt? Wichser. Ja, dieses ständige Gerede geht ein bisschen am Sack, vor allen Dingen, weil ich noch nicht weiß, was dieser Kaugummi zum Beispiel ist. Ich habe mir den jetzt geholt, aber ich weiß nicht, ob ich den gerade schon benutzt habe, automatisch. Weil ich kann mit keinem Steuerkreuz das irgendwie anwählen oder so. Da kommt keiner gut. Ich mach Platz, danke. Ich sollte vielleicht diese Ficker ein bisschen kommen lassen. Dann hier die Bestie anwenden. Und jetzt hier zum Beispiel so
Gleich alle. Okay. Okay, das wird gleich wieder ein Flashbang geben. Ich muss schauen, dass ich da wieder zurückkomme, wenn das auf Null ist. Sonst kann es ja sein, dass ich hier überrannt werde. Der Scheiß war unglaublich! Die Wichser konnten mir nichts anhaben! Ich würde hier gerne noch irgendwo eine Waffe holen. Weil auf Dauer ist die, glaube ich, ein bisschen, naja... Maximale Munition! Hey, klasse! Gratis Munition! Geil. Davon träumt jeder Amerikaner, gratis Munition für seine Waffe. Ich weiß gar nicht. Das werte ich als kleineren Sieg. Ich weiß gar nicht, wo das spielen soll. Die Barrikaden sind alles, was zwischen uns und ihnen steht. Scheiße. Ihr habt Blut an den Händen. Was ist das? Das ist schon ekelhaft aus. Gewaschen werden. Okay, mal weiter. Eure Sünden haben anderen den Zutritt zu eurer Welt erlaubt. Wie bringen wir alles wieder in den alten Zustand? Nur ein weiteres Opfer wird ihren Hunger stillen. Oh Gott! Okay, das ist gar nicht so einfach alleine. Das waren wieder 4 Runden. Shit. Also alleine ist das echt nicht easy, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mich da auch nicht so ganz alleine verbessern. Aber ich denke, ich habe euch jetzt mal ein bisschen einen Einblick in den Zombie-Modus verschafft. Ich würde auch sagen, ja, ich schaue jetzt nochmal. Jetzt erst wieder das Menü oder warum? Ich denke, wenn ich weit genug in den Runden vorankomme, werde ich wahrscheinlich auch neue Karten mir anlocken. Oder ist es tatsächlich so, dass vielleicht alle anderen Karten per DLC dann kommen? Überlebt bis Runde 4. Ja, 1 K.O. Alleine kann man nur maximal 1 K.O. kriegen. Oder muss ich genug Punkte machen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine anderen Karten zur Verfügung. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, wie gesagt, viel besser wird es jetzt bei mir auch nicht werden in meinen Augen. Also von daher, das war der Zombie-Modus von Black Ops 1. Ich weiß, es war ein relativ kurzes und nicht allzu spektakuläres Video. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen... Ich könnte halt maximal im LAN irgendwas spielen, aber ich habe nur eine Playstation zu Hause. Und auch niemanden wirklich, der mit mir Black Ops wahrscheinlich spielen wollen würde. So in meinem Freundeskreis, denke ich. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Das waren die Testvideos allesamt zu Black Ops, Singleplayer und ein bisschen auch im Zombie-Modus. Multiplayer kann ich, weil ich eben kein Online-Spiel habe, leider nicht zeigen. Aber dafür waren es ja 4 Singleplayer-Videos und ich denke, da habe ich schon ein bisschen was gezeigt. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar bei einem anderen Let's Play. Wahrscheinlich kommt nach dem hier Omsi 2. Oder halt Omsi allgemein. Bis Weihnachten noch ein, zwei, drei Parts. Und ja, dann würde ich sagen, noch eine schöne Adventszeit. Und ja, also Black Ops 3. Also gerade, ich würde sagen, wenn man schon Multiplayer für die PlayStation 4 für ein Jahr zum Beispiel sich gekauft hat, ist der Zombie-Modus sicher geil. Mit irgendwelchen Leuten einfach Zombies schnetzeln und so. Und da kommt man wahrscheinlich auch ein bisschen weiter als bis Runde 4. Auf jeden Fall, das wär's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei entweder einem anderen Let's Test im neuen Jahr oder wann auch immer. Wir sehen uns. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.